Das Leben in der heutigen Zeit ist mit sehr vielen Stressfaktoren für viele Menschen verbunden. Gleichzeitig gibt es eine Entwicklung, in der man sieht, dass Angststörungen immer mehr zunehmen. Herr Wurzel, Sie sind therapeutisch tätig. Was ist Ihre Sicht der Dinge? Woher kommen die Ängste, unter denen so viele Menschen leiden? Also die Ursachen sind weit verbreitet. Man muss sagen, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo sehr viel Druck existiert. Druck auf Menschen, das geht schon in der Arbeitswelt los, durch Mobbing am Arbeitsplatz, durch Zeitverträge, wo die Menschen unglaublich in extreme Situationen gebracht werden, durch einfach eine unglaubliche Leistungsanforderung in kurzer Zeit mit wenig Arbeitskraft sehr viel Leistung zu bringen. Das sind Zustände, die werden immer extremer. Das geht dann weiter einfach in Familien, denn eine intakte Familie wird immer seltener. Wir sehen ja, dass das sogenannte Patchwork-Familie immer mehr zunimmt oder auch die alleinerziehenden Frauen, die unglaublich viel schultern müssen, die einen ungeheuren Stress haben und auch Existenzsorgen sie begleiten. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo durch auch den Fall von Werten, den Wegfall von Werten, ein Zustand von Misstrauen entsteht, wo sozusagen, ich sage es mal, auch die Werte, die man sich aufgebaut hat, auch die finanziellen Dinge einfach bedroht sind. Ich meine, siehe Politik, siehe Geld- und Finanzwirtschaft, die Banken. Das geht aber genauso weiter, dass Dinge wie zum Beispiel einfach die Ernährung durch die Lebensmittelindustrie schon mal immer mehr in Verruf kommt, weil wir einfach betrogen, wir werden getäuscht. Und so ist es ja mit der Pharmaindustrie, mit den Kliniken so. Also wir leben in einem Milieu, wo es so viele Gründe gibt, dass wir auch Angst bekommen müssen. Und ich sehe das jeden Tag in der Praxis, wie die Menschen leiden durch diesen psychischen Stress. Und der Körper ist dann Spiegel dieser Situation. Und die Erkrankungen sind dann sehr vielschichtig über die nervlichen Beschwerden, über die ganzen Verspannungen im Rücken, Lendenwirbelsäule, Ischias, Hexenschuss, die ganze HWS-Geschichte mit dann Schwindel, Tinnitus, auch organische Störungen ist sehr weit verzweigt. Dann geht es weiter mit Verdauungsbeschwerden, Schlafproblemen. Also es gibt unglaublich viele Störungen, die daraus resultieren und die einfach den Spiegel unserer Gesellschaft damit zeigen. Das heißt, Angst oder Nicht-Angst ist auch immer eine Frage der Lebensführung. Was kann man denn im Hinblick auf die persönliche Lebensführung noch tun, um Ängsten vorzubeugen oder entgegenzuwirken? Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich halte sehr viel von Entschleunigung. Das heißt, diesen Druck, diesen Stress, diese Hektik, denen die Menschen ausgesetzt sind und wo sie zum Beispiel auch den Statussymbolen hinterherjagen. Das heißt, es wird sehr viel gemacht, um hier Besitztum und diese Dinge abzusichern. Und deswegen sind auch dann oft diese belastenden Arbeitsverhältnisse ein unglaublicher Stress, schon durch die Vielzahl an sozialen Netzwerken, anderen Medien und durch die Trends wird ein solcher Druck ausgeübt. Und da muss einfach mal Ruhe rein, da muss einfach mal Stille rein. Das heißt, man halbiert den Terminkalender, man erfüllt sich nicht jeden Wunsch, oder man sagt auch mal Nein zu den Anforderungen, die von außen kommen, damit man einfach mehr Zeit und Ruhe für sich findet. Es gibt da von Elisabeth Lukas, dieser berühmten Buchautorin, gibt es ein sehr schönes Beispiel. Wenn man zum Beispiel, wenn man Wasser aus einem Fluss schöpft, dann sieht man ja, wie diese ganzen Teilchen da rumschwirren, Plankton, Schmutzteilchen. Und wenn man das Glas Wasser mal hinstellt, dann kommen diese Teilchen zur Ruhe. Sie setzen sich sozusagen auf den Grund und dann wird das Glas Wasser durchsichtig. Und genauso muss es auch mit unserem Inneren geschehen. Das heißt, wenn wir zur Ruhe kommen, dann können sich diese vielen Reize auch setzen, denen wir ständig Tag für Tag ausgesetzt sind. Und dann dann können wir wieder zu klaren Gedanken kommen. Dann findet die Intuition auch wieder Zugang. Das heißt, wir haben in dieser Ruhe, in der Stille einfach mal wieder Zeit zu überlegen, ob es sinnvoll ist, all diesen Genüssen oder zweifelhaften Werten nachzujagen oder auch, ob man auch die Werte mal ändert in seinem Leben. Also diese Orientierung braucht einfach eine gewisse Stille und eine gewisse Ruhe.
Und da entsteht auch ein Potenzial, um Ängsten etwas entgegenzusetzen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch gerne anspreche, weil ich das als sehr erfolgreiches Mittel auch in meiner Praxistätigkeit erlebt habe, das sogenannte Tagebuch der Freude. Das heißt, manche Menschen durch Ängste, Sorgen, Stress, Belastung sind nicht mehr in der Lage, die positiven Dinge des Lebens zu erkennen, zu sehen. Das Glas ist immer halb leer oder vielleicht dreiviertel leer und ich sage, es ist aber auch ein Viertel voll. Und diesen Blick müssen wir wieder schärfen. Das heißt, man führt in diesem Tagebuch jeden Abend oder man schreibt jeden Abend 5 Punkte auf, die gut waren, über die man sich gefreut hat oder die Gründe waren zum Dankbarsein. Das können auch banale Dinge sein wie der Kühlschrank ist voll und ich bin heute nicht über die Treppe runtergefallen oder die Freundin hat angerufen und es ist heute kein Brief vom Finanzamt gekommen. Also wirklich kleine Dinge, die man auch konstruieren kann. Oder wenn manche sagen, ja, mir fällt gar nichts ein, dann sage ich, ja, überlegen Sie mal, sind Sie heute erblindet? Wie tausende Menschen in Europa. Nein, also ist ein Punkt zum Aufschreiben. Oder man schreibt auf, oder ich frage, haben Sie einen künstlichen Darmausgang? Nein, also wieder ein Grund. Es gibt zigtausende in Europa, die dieses Jahr einen künstlichen Darmausgang bekommen und da viel Leid ist. Also es gibt so viele Gründe, wo man sagen kann, Mensch, ich habe so viele Dinge nicht, die andere haben. Und das Schöne ist, nach 2 Wochen sieht man, man führt gar kein schlechtes Leben. Und nach 4 Wochen, und das garantiere ich, entsteht eine innere Kraft für dieses Positive, für das halbvolle Glas, für die Werte, die man hat. Und ich sage jetzt mal, das ist ja auch der Unterschied zwischen der Schulmedizin und der Alternativmedizin. Die Schulmedizin, die kreist immer nur um die Erkrankungen rum und die Alternativmedizin, die fördert, die stärkt das Positive. Das heißt, hier werden die Ressourcen sozusagen erweitert. Also man bekämpft nicht eine Angst, sondern man schafft ein gutes Milieu schon mal in sich, in der Seele, damit Ängste nicht so leicht andocken können. Als Beispiel. Was kann man denn im persönlichen Bereich vielleicht auch vorbeugend gegen Ängste tun, wenn man nicht gleich psychologische Betreuung in Anspruch nehmen möchte? Haben Sie da ein paar gute Tipps? Ja, ich sage, mit einer richtigen Lebensführung fördert man das Selbstvertrauen. Ich habe hier mal ein Bild, ein sehr schönes. Man sieht hier eine Katze, die in einen Spiegel schaut und einen Löwen erkennt. Also man würde sagen, eine Schmusekatze. Aber sie erkennt in sich das Raubtier. Das heißt, noch eine ganz andere Fähigkeit steckt in ihr drin. Und hier sehe ich das auch mit jedem Menschen, dass viel mehr Fähigkeiten in ihm drinstecken. Und es geht darum, eben wie durch dieses vorgenannte Beispiel des Tagebuchs der Freude, einfach ein bewusstes Hinschauen zu fördern, zu kultivieren oder zu stärken, wo man die eigenen Stärken sieht und sich auch seiner Werte, seiner Möglichkeiten mehr bewusst wird, die man auch ja oft schon im Leben in vielen Bereichen geleistet hat. Und in diesem Selbstvertrauen entsteht auch das Vertrauen ins Leben. Das Vertrauen ins Leben, das heißt, es wird gut, man findet einen Weg, man muss nicht in Panik kommen, sondern es gibt einfach Möglichkeiten, die man jetzt noch nicht sieht, aber die man auch später entdeckt. Und das sind einfach entscheidende Dinge, die dann auch mehr den Blick von einem wegführt. Der Blick zu einem heißt ja immer, mir geht's gut. Ja? Viele Menschen sehen nur sich im Mittelpunkt und Hauptsache mir geht's gut. Aber ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, dass man einfach schaut, wie geht's den anderen? Ja? Für was bin ich gut? Nicht nur mir geht's gut, sondern für was bin ich gut, sprich für auch andere. Und in diesem Sinne stärkt man sein Vertrauen auch durch die guten Taten und Dinge, die man erlebt. Wenn jemand unter tiefergehenden Störungen leidet, zum Beispiel unter regelmäßigen Panikattacken, gibt es da bestimmte psychologische Richtungen, Wege, die Sie empfehlen würden? Also es gibt ja Angststörungen oder Angstneurosen, die schon sehr starke Formen angenommen haben, die den Menschen sehr dominieren. Und es können da Traumata, also schicksalhafte, schwere Erlebnisse auch zugrunde liegen. Und da muss man sagen, das bedarf einer
wirklichen therapeutischen Begleitung. Und ich empfehle da sehr gerne die Logotherapie. Das ist diese sinnzentrierte Psychotherapie nach Viktor Frankl. Und da gibt es ja auch im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele ausgebildete Therapeuten, die da sehr spezialisiert sind auf diese Angststörungen. Und da wird das sehr behutsam und sehr individuell, auch mit sehr starker Methodik, wie die paradoxe Intention, sozusagen bearbeitet. Und in diesem Zuge will ich mal ein Buch Ihnen mal zeigen. Das ist ein Buch von Elisabeth Lukas. Die hat ja schon 30 Bücher geschrieben, in 23 Sprachen übersetzt. Und sie hat eine sehr schöne, bildhafte Art, psychologische Inhalte leicht verständlich zu erklären. Und das ist eigentlich ein Buch für jedermann, nicht nur wenn es ums Thema Angst geht, eigentlich, sondern um Lebensfallen für die Jungen, die Mittleren oder auch die alten Menschen. Und da erkennt man so die Sprache oder auch diesen schönen Weg der Logotherapie. Für mich ist es eine richtige Seelenheilkunde. Und da kann man dann im Prinzip weitergehen und sich auch an entsprechende Therapeuten wenden. Manche tiefergreifenden Lebensängste sind auch mit weltanschaulichen Vorstellungen verbunden. Zum Beispiel die Angst vor einer Strafe Gottes. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang zwischen der persönlichen Gedankenwelt und Angststörungen? Gibt es bestimmte Gedanken, die besonders anfällig sind, Ängste zu entwickeln? Also wer nur an das Materielle glaubt und dort sein Ziel sieht, die Menschen sind sehr haltlos, weil sie fixieren sich da nur auf sehr zweifelhafte Werte. Und ich sehe die Werte sehr vielseitig, die man auch im Leben aufbauen sollte. Denn viele Werte tragen auch uns, wenn zum Beispiel ein Wert wegfällt. Aber diese Werte, die muss man sich auch aufbauen. Und ich sehe, ich meine, das ist natürlich auch eine Lebenseinstellung. Ich sehe es so, dass wir einfach Verantwortung tragen für all unser Tun. Das heißt, wir ernten, was wir sehen. Und wenn ein Mensch nicht gut sieht, dann muss er berechtigterweise auch Angst haben, weil ich bin überzeugt, dass alles zurückkommt. Das ist einfach wie ein Ringschluss. Und wenn wir von unserer Lebensführung, von unserer Lebenseinstellung, von den Gedanken und den Taten einfach einen Weg finden, um das Positive im Leben zu verstärken, dann werden wir auch dahingehend ein positives Leben im Ringschluss, in der Ernte erleben. Und ich meine, Weltanschauung ist natürlich ein riesiges Thema. Das geht eigentlich über das Leben hinaus. Ich sehe auch, dass wir nicht nur ein Leben haben, sondern dass es nach dem Leben weitergeht. Also es ist für mich nicht ein grausamer Tod, sondern das ist naturgegeben, das ist einfach in der Schöpfung so. Und das hat auch seinen Sinn. Und wenn wir hier sozusagen die Seite wechseln, dann sehe ich das so, der Tod hier ist die Geburt drüben. Und dann geht es auch wieder umgekehrt, der Tod drüben ist dann wieder die Geburt hier. Und wenn man sich einfach mit Schicksal und mit einem gerechten Schicksal auseinandersetzt, also nicht Zufall, da bin ich nicht der Freund von diesem Gedanken, dann erkennt man auch, dass die Dinge einfach einen Sinn haben und einfach ein Urvertrauen berechtigen und keine Ängste. Sie haben das Leben nach dem Tod erwähnt, die Reinkarnation, haben auch ein Statement gegen den Materialismus von sich hören lassen. Was ist denn Ihr persönliches Menschenbild? Also ich sehe den Mensch als Sinnsucher. Das heißt, er sucht einen Sinn im Tun. Und ich meine, er war schon immer ein Forscher, ein Entdecker. Und wenn er da den Weg der inneren Stimme findet, dann wird sie ihm sehr oft den Sinn vorgeben. Denn der Sinn, der oft durch den Verstand, den Intellekt kommt, der ist einfach sehr begrenzt. Der ist nur auf die materiellen, auf die irdischen Dinge begrenzt. Und ich sehe den Sinn einfach in höheren Zielen. Und es gibt ja da einen schönen Satz von Markus Schabesberger, der gesagt hat, wir können die innere Stimme erkennen, im Gegensatz zum Intellekt, dem Verstand, der sehr laut und drängend ist. Dagegen die Seele ist leise und empfehlend. Und wenn wir
ja, auf die innere Stimme hören, dann werden wir höhere Ziele, wertvolle Ziele, Werte ins Auge fassen. Und dann liegt der Sinn nicht nur im eigenen begrenzten Ich, sondern im allgemeinen Wohlergehen der gesamten Gesellschaft. Herr Wurzel, herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre therapeutische Arbeit. Ich danke auch.